Also ich spreche heute für den Arbeitskreis Gewerkschaften. Es ist ein Arbeitskreis der LMU München und Teil einer Strömung des Bildungsstreikbündnisses der letzten Jahre. Wir, der AK Gewerkschaften, der LMU, Wir, der AK Gewerkschaften, der LMU München, als Bündnis von Studierenden, Schülern und Schülerinnen und Azubis in München, erklären uns solidarisch mit den politischen Streiks in Portugal, dem spanischen Staat, Griechenland, Zypern und Malta. Und wir erklären uns solidarisch mit allen anderen kämpfenden Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa. Der Bildungsstreik, dessen Teil wir sind, ist ein Beispiel für einen sozialen Kampf, den Jugendliche in Deutschland geführt haben und führen. Wie fast alle sozialen Kämpfe in Deutschland momentan, ist und war der Bildungsstreik gesellschaftlich isoliert und in seiner Stärke stark schwankend. Zwar werden die Studiengebühren in Bayern wahrscheinlich im Januar fallen, doch soziale und politische Kernforderungen des Bildungsstreikbündnisses bleiben damit unerfüllt. Diese waren zum Beispiel gute Bedingungen in der Ausbildung, Demokratisierung der Bildung, Deökonomisierung der Hochschulen, Demilitarisierung der Hochschulen und Schulen, Wegfall der Zugangsschrankenforderung, selbstbestimmtes und lebenslanges Lernen und gerade in München besonders wichtig, mehr und bezahlbarer Wohnraum. All diese Forderungen waren zu groß für das Bildungsstreikbündnis allein oder für irgendeine soziale Bewegung alleine. Für eine europäische Protestbewegung ist die Jugend entscheidend. Sie wird am stärksten von der Krise getroffen. Zum Stand September 2012 sind im Euroraum ein Viertel aller Jugendlichen ohne Arbeit und ohne Ausbildung. In Griechenland und Spanien liegt diese Quote über 50%. Aber nur zusammen mit der lohnabhängigen Klasse verfügt eine soziale Bewegung über ökonomische Macht. Die Studierendenbewegung in Chile 2011 zeigte erst dann ihr Potenzial, als sie sich mit den Lohnabhängigen und mit unterdrückten Minderheiten zusammenschloss und den Generalstreik probte. Jedoch ließ sich ihre Führung dann auf Versprechen der kapitalistischen Regierung ein, anstatt die Mobilisierung aufrechtzuerhalten. Der Europäische Gewerkschaftsbund und der Deutsche Gewerkschaftsbund haben heute zum Europäischen Aktionstag ausgerufen. Die heutige Soli-Kundgebung steht außerdem unter dem Eindruck von politischen Streiks und Generalstreiks in ganz Europa. Deshalb fragen wir, ist in Deutschland ein politischer Streik, ein Generalstreik möglich? Und ist in Deutschland ein politischer Streik oder ein Generalstreik legitim? Dazu, vereinzelte soziale Kämpfe wie der Bildungsstreik sind nicht so stark, um einen Generalstreik zu rechtfertigen oder zu ermöglichen. Das gilt neben dem Bildungsstreik auch für Blockupy, für Echte Demokratie Jetzt, für die globalisierungskritische Bewegung, für Anti-Gentrifizierungsbewegungen und für die aktuellen Flüchtlingsproteste. Sie brauchen die Macht der organisierten Lohnabhängigen auf ihrer Seite. Diese allerdings befinden sich in Deutschland in einer Starre. Die deutschen Gewerkschaftsapparate zeigen sich schon seit Krisenbeginn sehr zurückhaltend. Statt Mobilisierung der Massen klammern sie sich nach wie vor an eine kaputte Sozialpartnerschaft mit dem Staat und mit den Konzernen. DGB-Chef Sommer sagt, wir brauchen einen sozial regulierten Kapitalismus. In diesem Sinne werden Durchhalteparolen ausgegeben und Kleinstforderungen nach mehr Regulierung auf dem Kapitalmarkt geäußert. Das soll dann die Politik machen mit einem starken Staat, wo auch immer der herkommen soll. In der Hoffnung, dass nochmal alles an uns vorüberzieht.
Diese Hoffnung ist falsch. Trotz Krisenjahr Nummer 5, die Funktionäre der großen deutschen Gewerkschaften beschränkten den Kampf. Sie tragen ihre ökonomischen Forderungen nicht nach außen. Sie geben auch keinen Nachdruck für soziale und politische Forderungen von Gruppen, mit denen sie sich solidarisch erklären. In Deutschland müssen betriebliche Kämpfe in den öffentlichen Raum getragen werden, damit eine Zusammenführung mit anderen sozialen und politischen Kämpfen möglich ist. Die Plätzebewegung Spaniens war dafür ein gutes Vorbild. Öffentlich, das heißt nicht hinter verschlossenen Türen, wie gestern von DGB Region München. Dieses Einigeln der Gewerkschaftsbürokratien wird an seine Grenzen stoßen. Die vergleichsweisen Privilegien, die die Lohnabhängigen in Deutschland jetzt noch haben, können jederzeit zurückgenommen werden. Auch im Kern Europas. Frankreich wälzt zurzeit seine Krise mit einer Reform des Sozialsystems auf die Lohnabhängigen ab. Die deutsche Autowirtschaft schwächelt. Weitergehende Maßnahmen gegen Lohnabhängige, auch in Deutschland, sind nur eine Frage der Zeit. Deutschland mit seiner vermeintlichen Sozialpartnerschaft ist nicht auf ewig eine ruhige Insel. Fest steht für uns, es wird keine nationale Lösung für die Krise des Kapitalismus geben. Für uns Lohnabhängige und Jugendliche aus Europa muss es daher heißen, vom Europäischen Aktionstag zum Europäischen Generalstreik. Einen solchen europäischen Generalstreik, einen Generalstreik überhaupt, gibt es nicht spontan. Ein europaweiter Generalstreik unter deutscher Beteiligung wäre ein großes Kräftemessen der Klassen. Es bedarf daher vor allem zwei Schritte, damit ein Generalstreik erstens durchführbar ist und zweitens nicht wirkungslos verhallt. Dazu brauchen wir erstens antibürokratische, fortschrittliche Strömungen in den Gewerkschaften. Und dazu brauchen wir zweitens die Organisation der Arbeiterinnen und Arbeiter in einer internationalen Partei.